lost in toil and lost in time. Once a rebel saw the sign. We'll be right back.
Thank you.
Wir reden über Terror immer dann, wenn irgendwo in unserer Nähe was passiert. Und je näher es ist, desto mehr reden wir darüber. Eigentlich reden wir nur über unsere Angst, dass es uns treffen könnte. Wir sind gar nicht empathisch. Wir denken gar nicht darüber nach, dass es andere getroffen hat, sondern wir versetzen uns in die Lage derer, um uns Sorgen über uns zu machen. Wir sind maßlos, arrogant, degutant. Wir blicken auf andere herab. Wir machen uns kein Bild von ihren Existenzen. Wir sehen darin Zahlen und Statistiken. Verhandlungsmasse. Hat sich einer von euch mal vorgestellt, was es bedeuten würde, wenn ihr jetzt in diesem Moment diesen Saal verlassen müsstet, weil Bomben auf ihn geworfen werden und in derselben Nacht noch ohne Koffer zu packen euren kleinen Arsch in ein Schlauchboot zwängen müsstet, zusammen mit eurer Familie, in Dunkelheit bei Wind und Wetter über ein Meer schippern müsstet? Hat sich einer darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet, diesen Entschluss zu treffen? Oder glaubt ihr den Scheißdreck, dass es diesen Menschen, die flüchten, darum geht, uns auszunutzen, dass sie Schmarotzer sind, Sozialtouristen? Was für eine Arroganz, was für eine maßlose Arroganz besitzen diese Menschen, die ihre Stimmen damit fangen.